ich glaube, dass wir erste Halbzeit eigentlich viel zu wenig mitgespielt haben, dass wir deswegen auch letztendlich verdient irgendwann in Rückstand geraten sind und Anfang zweiter Halbzeit dann eigentlich ein starkes Spiel gemacht haben, den Ausgleich erzielt haben, wo wir auch wirklich versucht haben, offensiver zu spielen und vorne mehr Druck zu machen. Dass wir dann aber danach, glaube ich, dachten, 1-1 ist okay, es ein bisschen versucht haben, über die Zeit zu bringen. Und das war, glaube ich, einfach der Fehler. Dadurch haben wir uns zu weit zurückdrängen lassen und haben dann das unglückliche 2-1 kassiert, wo wir dann auch einfach zu wenig Druck gegen den Ball hatten. Nienstedten ist ein starker Gegner, das sieht man an der Tabelle. Wir haben hier den nächsten Schritt heute gemacht und das Heimspiel gewonnen. Das war wichtig für uns und wir hoffen, dass es jetzt so weitergeht. Ich glaube einfach, dass wir generell hinten eigentlich das ganze Spiel sicher gestanden haben, halt dann nur bei den Gegentoren irgendwie die Kontrolle ein bisschen, glaube ich, auch verloren haben und dann die Bälle nicht klar genug rausgespielt haben und dadurch dann die Gegentore bekommen haben. Unser Trainer hat uns sehr gepusht auf dieses Spiel. Wir haben uns auch gut vorbereitet und also der Sieg war auch in der Höhe verdient. Wir können jetzt einfach nur die restlichen Spiele versuchen, alle zu gewinnen und hoffen, dass irgendwer vielleicht ETV schlägt und dann können wir noch Meister werden. Nienstedten hat es natürlich selber in der Hand. Sie müssen auch ihre letzten Spiele gewinnen. Wir müssen einmal patzen, das ist ein Joker für uns. Aber wir gehen davon aus, dass wir die Saison unbesiegt jetzt zu Ende spielen. Wir hatten vor kurzem noch 4 Punkte Vorsprung, dachten auch, wir sind durch und wir haben 2 Spiele unentschieden gespielt. Dadurch sind wir jetzt wieder in die Situation gekommen, dass das Spiel heute wichtig war. Und ich glaube, das kann ETV genauso gut passieren wie uns. Wenn wir so spielen wie heute, dann reicht es für die Meisterschaft.